Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Bevor Schiedsrichter Felix May dieses letzte Spiel des 12. Spieltags hier in wenigen Sekunden anpfeifen wird. Jetzt ist es soweit. Schalke wie gewohnt in Königsblau und weißen Hosen zunächst. Von rechts nach links die Gäste aus Lippstadt in Rot und Schwarz. Noch die beste Offensive der Liga, gleich auch mit Düren und Oberhausen. Allerdings hat Düren gestern mit 5 Toren ordentlich vorgelegt. Mal schauen, ob die Schalker hier nachziehen können. Erster Anlauf. Gute Hereingabe von Müller auf den bereits angesprochenen Keke Top. Niklas Tauer, gelernter Sechser. Heute im zentralen Mittelfeld. Neben Dauerbrenner Kaparos. Gute Balleroberung von Holtkamp. Das ist eine Riesengelegenheit. Und das 1:0. Durch Gerrit Kaiser. Der Meier-Vertreter zeigt gleich nach 7 Minuten, dass er genau dessen auch wert ist. Bringt die Gäste aus Lippstadt früh in Führung. Genau auf den Kopf von Bertomi Boboi. Und der Schalker Konter läuft. Amadin kommt da vor Ufuk an den Ball und bleibt vor Westphal eiskalt. 15. Spielminute und S04 gleicht aus. Dritter Saisontreffer für Nelson Amadin. Albutat. Schöne Verlagerung auf Top. Der im Zusammenspiel mit Idrisi. Was für ein wunderschön herausgespielter Treffer. Die beiden Profileihgaben im Zusammenspiel. Keke Top mit der maßgeschneiderten Flanke auf Idrisi, den in dieser Situation scheinbar kein rot-schwarz gekleideter so richtig auf dem Zettel hatte. Kaparos für Amadin, der schafft sich Platz und sucht Keke Top. Da. Nicht ungefährlicher Abschluss für Schalke. Demir Aslan. Und das. Das ist mal schön kombiniert. Mit Lee, der kommt zum Abschluss. Allerdings kein Problem. Für Paris. Der Gäste. Auf der anderen Seite. Top. Keke Top. Noch scharf, Amadin. Erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel. Allerdings hat die Idee niemand so richtig mitgedacht. Tauer unsicher. Und Munsters. Wieder mit Demir Aslan. Der neue Franke. Ordentlich geflattert der Ball. Gar nicht einfach für Paris. Deswegen nimmt er auch die sichere Variante mit beiden voll. Und seitdem mit Sehnenverletzung ausgefallen. Jetzt allerdings wieder fit und erstmals für seinen neuen Verein am Ball. Top vom Rasen gegangen. Und währenddessen geht jetzt auch Gerrit Kaiser vom Rasen. Hat das scheinbar wegen Meckern die gelb-rote Karte gesehen.
Evan und jetzt die Kontermöglichkeit über Lasoga. Ivan macht mit und auch links ist viel Platz für Müller. Kommt vorbei, Joey Müller! 90 plus 1. Die Entscheidung für S04. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos? Irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da! Ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.